In diesem Video schauen wir uns an, welches Sägerät mit welchem Gebläse am besten für deinen Betrieb geeignet ist. Für die Auswahl des richtigen Gebläses sind folgende vier Parameter wichtig: die Ausbringmenge, die Arbeitsgeschwindigkeit, die Arbeitsbreite und das richtige Streugut. Alle ABV-Sägeräte sind so konstruiert, dass sie fast überall montiert werden können. Wie das funktioniert, siehst du im Video zur richtigen Montage oder auch unten in der Videobeschreibung. Anhand dieser einfachen Formel können die genannten Parameter für die richtige Gebläsewahl zusammengefasst werden. Die Ausbringmenge in Kilogramm pro Hektar mal Arbeitsgeschwindigkeit in km/h mal die Arbeitsbreite in Meter, dividiert durch 600. Als Ergebnis erhält man die Ausbringmenge in Kilogramm pro Minute. Das ist der Schlüsselfaktor für die Auswahl des richtigen Gebläses. Bei Arbeitsbreiten unter 6 Metern mit feinem Saatgut wie zum Beispiel Senf oder Klee bzw. einer Ausbringmenge von maximal 3,5 Kilogramm pro Minute empfehlen wir das elektrische Gebläse. Inwiefern die Schlauchlänge vom pneumatischen Sägerät die Auswahl des Gebläses beeinflusst, seht in unserem Video zur richtigen Montage. Das elektrische Gebläse Plus oder das noch stärkere hydraulische Gebläse ist für Arbeitsbreiten bis maximal 12 Meter geeignet. Am besten wird es auch verwendet für grobe Saatgüter wie zum Beispiel Ackerbohnen oder Erbsen, aber auch Dünger kann damit sehr gut ausgebracht werden. Hier sind Ausbringmengen bis maximal 14 Kilogramm pro Minute möglich. Den Unterschied zwischen elektrischem Gebläse Plus und hydraulischem Gebläse kannst du im Link in der Videobeschreibung nachlesen. Für diejenigen unter euch, die hohe Ausbringmengen oder größere Behältervolumen benötigen, ihr findet alle unsere Sägeräte sowie die Gebläsearten und auch die Kontaktinfos auf unserer Webseite www.abv.at.